Oh yeah, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Und ich habe mich eben, während als ich den Part beendet hatte, den letzten, ich mich voll erschrocken, denn mal für meine Stoppuhr gab es ein Update. Und wenn ich die Stoppuhr jetzt stoppe, ne, und dann erzählt ihr mir ganz laut, wie viel Zeit es denn war. Hat ich mich leicht erschrocken, weil ich dachte, wer redet denn überhaupt jetzt mit mir? Was soll der Scheiß? So. Die Founders wollen, sollen bluten. So. Okay, was haben wir hier? Ich möchte hier erstmal nicht runterfallen. Deswegen lade ich mir die Treppe runter. Hier ist ja mal alles richtig am Arsch, ey. Ist da nochmal ein Müsli weggeschmatzt? 3 Lockpicks. Wir haben so unglaublich viele Lockpicks. 24 haben wir. Wundert mich halt auch, dass die Buch nehmen. Wo wohl die Chiffre ist? Aha! Optional, finde den Vox-Code. Also wir haben das Codebuch schon mal gefunden. Jetzt müssen wir wirklich nur noch die Chiffre dazu finden. Was? Achso, die komischen Risse. Fresse. Sehr gut mit dem Blitz. So, wo sind wir gerade? Wir sind hier im Market District. Da, Comstocks Haus. Market, da sind wir. Da sind wir. Und das ist wahrscheinlich der Platz, wo wir gerade gekämpft haben. Ha? Na, schauen wir mal. Noch ein Lockpick. So, was wollen die Geishnoss hier? Wollen sie die Chiffre beschützen? Das war ja kein Vox eben. Da oben leuchtet irgendwas, eine Infusion oder so. Yep. Das ist Unsinn. Das knacken? Echt? Dieses olle Schloss? Ja, genau, dieses olle Schloss. Na, da liegt sogar ein Lockpick daneben. Coole Sache. Danke. So, erstmal natürlich die Kasse leer räumen. So, Infusion für uns. Schild ist voll. Dann nehmen wir noch ein bisschen Salz mit. Perfekt. Mehr Salze, immer gut. Silver-Igel-Tasche, auch immer gut. Kommst du denn hier nicht durch? Die passt nicht. Arsch zu breit. Sieht schon übel aus. Alles brennt. Alles raucht. Das Wetter ist auch nicht gerade das Beste. Mann, Mann, Mann. Sie chillt da ein bisschen ab. Bottling Works. Ja, aber die Chiffre ist nicht hier drin auf jeden Fall. Allerdings eine Infusion. Und das ist ja auch schon mal viel wert. Wir sollen hier auch gar nicht sein, ne? Okay. Dann ist sehr gut. Sie rennt da hoch direkt. Ich würde mich aber gern hier noch umschauen. Hatten wir bisher aber auch noch nicht, dass wir das Codebuch vor der Chiffre gefunden haben. So, naja, wir sind hier im Market District. Aber dann, das sieht dann gar nicht mehr so weit aus zum Comstocks Haus. Oh. Muss ich kurz cutten und musste niesen. Ich niese euch doch so ungern ins Ohr, wisst ihr doch. Nichts dabei. Achso, ist Salze voll. Dann hat er noch so einen Trank. Market ist. Verarschen. Vielen Dank. Aua, aua, aua. Wir müssen erstmal kurz hier runter.
Wo denn? Da oben. Du, kleiner Lappen. Auf Entfernung ist schwer zu treffen, wenn ich mit diesem großen Fadenkreuz. Was? Wollte doch gar nichts von dir. Komm her jetzt! Ach komm. Schicker Hut. Das ist ja für einen Leichenhaufen. Geldbeutel. Na, dann nehmen wir das Geld besser mal mit. Back and five minutes. Lieber wir haben es, anstatt irgendjemand anderes. Da kommen wir rein, das ist gut. Machen wir auch gleich. Da drin sind Salze und Shop. Ja, Minigun. Nö. Auf jeden Fall gibt es hier viel Geld. Das liegt hier einfach mal so auf der Straße rum. So gut, gucken wir hier nochmal rein. Ja, sie steht hier im brennenden Laden und kehrt. Na gut, die ist ja hier durch den Riss ein bisschen verstört. Interessant. Liegt hier Geld rum, wenn da eine Kasse liegt? Sollten wir mitnehmen. Was sind die lieber? Da oben. Der war echt gut versteckt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Lockpicks ich schon übersehen habe. Schockkettehilfe verleiht die Fähigkeit, Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Ah ja, komm. Gönn es doch sonst nichts. Ich finde diesen Blitzzauber ganz cool. So, die 16 Dollar haben wir auch noch. Und die kriegen wir auch direkt zurück. Vielen Dank. Ah, oh, da hat es uns aber ordentlich Kohle gegeben. So, ich gucke hier einfach nur nochmal schnell durch. Aber der Rest interessiert mich relativ wenig. Sie kehrt noch ein bisschen in den brennenden Laden. Und wir gehen mal weiter. Da. Noch Silver Eagle liegen lassen. Wie kann ich nur? Das Labor der Lutesses. Alles verlassen. Ah, von den zwei Geschwistern. Hier, die haben auch offen. Schauen wir doch mal, was die hier so rumliegen haben. Gibt es hier noch eine Tür? Sehr schön. Ah, Lockpicks, mehr Geld. Stell euch vor, Tür geht auf, dann steht so ein Handyman vor euch. Boah, ich würde mir in die Hose scheißen. Schlagartig. Aber sonst scheint es hier schon mal nichts zu geben. Das Labor der Lutesses. Ne, komm, dann gehen wir erstmal in das Labor. Ich weiß gerade langsam gar nicht mehr, wo wir hier schon waren und wo nicht. Ja, scheiße. Da kommen wir gar nicht hin. Post haben sie auch keine. Schade, ich dachte, wir kommen da jetzt rein, aber wir kriegen ja das Tor nicht auf. Wrist of Death. Oh mein Gott. Ne, sterben wollen wir nicht. Okay, was bringt mir das jetzt hier? Da komm ich drauf. Wäre cool, wenn man so wo dann reingehen könnte. Komm ich hier irgendwo Geheimes hin? Ja, da liegt ein Medikit oder so. Das sieht mich nicht wirklich. Ich gucke mich hier gerade voll genau um, weil ich wissen will nicht, dass ich hier an irgendeinen geheimen Ort komme. Da kann ich mich hier nur so... Bisher nicht. So, das wäre der andere Weg, von dem wir gekommen wären. Geht's hier nach irgendwo an? Hehehe. What? Oh, sind von beiden die Köpfe geplatzt. Wie assi ist das denn? Dann Salze füllen wir natürlich direkt wieder auf. So, da wir hier eben in der Luft rumgehangen haben, ich gerade mal gucken, was hier noch so rumliegt und wo es hier noch so hingeht. Nirgendwo, schade. Prophet. Nein, der Prophet.
Nee, hier scheint sonst nichts zu sein. Memorial Garden. Haben wir auch auf der Stadtkarte gesehen. So, das ist ja so ein normaler. Den könnten wir mal brauchen. Ach, tatsächlich. Cool. Jetzt werden wir aber überschüttet mit Geschenken. So, was haben wir hier? Können wir nirgendwo rein? Hinten liegt noch ein Briefkasten. Ah, ne, ist kein Briefkasten, ist nur so ein Poller. Leichter suchen? Ach ja, da liegt ja jemand im Feuer. Na, essen wir doch schnell noch den Schokoriegel, bevor er wegschmilzt. Unnötig. Was ist das? Ja, warte mal. Bevor du da vorgehst. Das Haus kenne ich. Es gehört Albert Fink. Ich liebe seine Musik. Tschüss. Er wohl da ist? Ich wollte darüber springen. Oh je, da muss ich jetzt auch noch aufpassen hier wegen Content-Warnung. Ah, na, ist die Musik dann noch weg. Das ist schon mal ganz gut. Voxophon. Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Ja, na, aber ich kriege jetzt keine Content-Warnung auf dem Part. So, okay, hätten wir das auch. Aber hier unten geht's noch irgendwo lang. Vor allem, wir sollen hier überhaupt nicht lang und wo es hier überall lang geht noch. Finde ich cool. Ach, dann kommt bestimmt gleich wieder Gehschnoss. Ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Mittlerweile sollten wir sogar hier lang. Okay. Ja, vielleicht konnte man halt einmal rumgehen. Bitteschön. Dankeschön. Ja, 188, nicht die Welt, aber wir nehmen es dankend an. Ja, was haben wir hier sonst noch? Nix. Da. Servegetasche, Lockpicks. Der übliche Kram. Ich finde es eigentlich, weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, eigentlich auch ganz cool, wie Lizzie so mit der Umgebung so interagiert manchmal, dass sie sich dann hier so hinstellt und so ein bisschen chillt oder jetzt da hinten rausguckt und so. Finde ich cool. Haben wir hier noch was bei dem Wagen? Nee. Also mittlerweile sollen wir auch hier lang. Dann gehen wir jetzt auch hier lang. Sind wir halt so einmal komplett rundherum gegangen. Da ist ein Fernglas, muss ich durchgucken. Für den Touristenbonus-Gedöns-Dinges. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Okay, da oben. Cool. So, Tourist. 10 Stück Sachen fehlen noch. Mal gucken, ob wir sie überhaupt alle zusammenbekommen. Habt ihr auch bestimmt das ein oder andere übersehen. Jetzt sind wir am Victory Square, so rum. Und kommen dann schon zu Comstocks Haus, Freunde. So einfach wird es uns wahrscheinlich nicht gemacht. Da wird noch einiges passieren. Wo sollen wir hin? Da hoch. Comstock Haus, okay. Eigentlich hätten wir auch von da kommen können, nehme ich mal an. Deswegen gehen wir da jetzt auch nochmal lang. So, hier wären wir eigentlich hochgekommen. Wie gesagt, schauen wir uns hier auch nochmal kurz um.
Wo sind wir denn da jetzt? Die Rache wird mein sein, so spricht der Poet. Was? Ach, shit. Ah. Solange die da unten schon schießen, würde ich eigentlich ungern stören. Das ist die Fresse. Bat! Die Fresse. Ja, vor die Geräusche von da eben. Dann gehen wir doch mal gucken, was da unten los ist oder was. Ah, aua! Ne. Da verpiss dich da doch mal. Der andere tritt durch. Die Fresse. Schließ mich in die Arme. Bam. Noch mehr? Wo genau? Ich komme und hol dich. Oh, schade. Ida, los! Geht klar. Ach, das war's jetzt schon, ja? Naja, gut. Ah, da sind nämlich auch noch Häuser, wo wir mal rein können. Die Chiffre haben wir auch noch nicht gefunden. Da brauchen wir 3 Packs für. Alle anderen Häuser gingen mit Haarnadeln auf. Ne, wenn ich mich da recht entsinne? Los, zeig mir die Chiffre. Auf jeden Fall ist hier schon mal Ausrüstung drin. Neuer Hut. Du bist kurzzeitig unverwundbar, wenn du Gesundheit durch Snacks oder Gesundheitskits erlangst. Du musst dich im Kämpfen die Leichen durchsuchen. Was macht denn mein momentaniger Hut? Verringe die Nachladezeit von Waffen um 30%. Ne, legen wir doch mal den neuen Hut da an. Kurzzeitig unverwundbar ist immer gut. Hier ist überall Farbe. Hier könnte auch ruhig mal jetzt eine Chiffre sein. Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte, in ihrem Stammbaum gibt es 1-2 Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilgen. Ah ja. Gestörter Typ. Rede nach, das ist ein Verkaufsautomat. So, können wir hier rein und ist hier abgeschlossen? Ne, das ist abgeschlossen. Ja, gibt's hier sonst irgendwas? Hier ist zu. Schade. Oh, was haben wir da noch? Können wir ein Präzisionsgewehr? Wären wir nicht eigentlich von hier gekommen? Ich dachte das jetzt einfach mal so. Aber hier geht's ja gar nicht weiter. Ach halt, oder wären wir von hier gekommen? Ja. Und das für ein, das für eine sinnlose Ecke. Und Salze brauche ich nicht. Kommen wir denn über den Frachthaken noch irgendwo hin? Los, mach! Fertig! Oder ist es nur zum Chillen? Wofür ist denn so ein Frachthaken hier? Um einfach mal dran zu springen, oder was? Na dann. Schon dabei. Achso, lassen wir los, okay. Ach nee, hier geht's ja noch weiter. Hab ich gar nicht gesehen. So, okay, das da war da. Und dann gucken wir nochmal, ob hier irgendwas unter der Brücke ist. Nö. Gut. Da runter geht's noch, das schauen wir gleich mal hin. Hier ist sonst nichts. Ist das ein Laden, wo wir rein können hier? Nee. Have a photo taken hier.
Alles in Flammen, wirklich. Sieht aber schon sehr, sehr cool aus. So, dann schauen wir nochmal in die kleine Seitengasse hier unten rein. Die sind alle tot, Lizzie. Scharfschütze, Vorsicht! Wer, er? Da habe ich ja gerade Unschuldige erschossen. Aua. War denn hier noch ein Scharfschütze? Da oben. Bam. Mal kurz das Scope blitzen sehen und das war's dann aber auch schon. So, was haben wir hier hinten noch? Nix, auch wieder nur Aussicht. Ja, Präzisionsgewehr brauche ich nicht. Ich habe meine Sniper-Mark nochmal am Start. Da können wir noch rein. Hast du das geknackt? Ja, mal auf. Seht ihr gut, dass wir nochmal hier lang sind, nicht direkt in Comstocks Haus. Geschafft. What? Du für ein Typ. Dachte, da geht's noch irgendwo lang. Alter, ist das dunkel. Mir scheint auch so ein bisschen die Sonne auf dem Bildschirm. Ich sehe fast gar nichts. Ja, shit. Warum habe ich das jetzt mit drei Dingern geöffnet? Ach, das ist das Schloss noch. Warum habe ich das denn jetzt mit drei Lockpicks geöffnet? Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Habe ich irgendwas übersehen? Das kann es doch jetzt nicht hier gewesen sein. Ist das einfach nur mit drei Lockpicks aufgemacht, um den Typen zu erschießen oder was? Hier muss doch noch irgendwas sein und ich sehe es nicht, weil ich hier gerade nichts sehe. Was für eine Logik. Nee, aber weil es so dunkel hier drin ist und die Sonne blendet und so. Da liegt eine Ausrüstung. Bei Nahkampfschaden 50% geschont, das Feind in der Nähe zu verbrennen, auf in dem Interesse. Nö, brauche ich nicht. Ich nehme eh keinen Nahkampfschaden. So, oder selten. Also hier ging es wegen der Ausrüstung rein. Muss man ja auch erstmal wissen. Und da oben sehen. Weil es schon gut versteckt. Was ist denn hier drin los? Tot sind sie. Was? Absinth? Nee. Ich sauf kein Absinth. Ekelhaft. Munition für einen Revolver. Sehr schön. Sonst irgendwas? Wir gehen auf jeden Fall noch runter in den Keller. Will mich aber vorher genau umgucken hier. Silver Eagle, die komische Pistole will ich eigentlich nicht. Ja, ja. Mehr vom besten Wein, James. Mehr vom besten Wein. Wein, vor allem. Los. Oh! Ups. Das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht.
Also jetzt wirklich nicht. Na ja, gut. Oh, der Part ist schon voll langweilig gerade. Gegen seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade, aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt, der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann. Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemanden die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte? Ja, ja, die Lady Comstock. Hier auch nochmal zwei Bilder von ihr. Wollte gerade fast sagen Fotos, aber es sind ja keine Fotos, sind ja Bilder. Oh. Ja, ansonsten haben wir hier nichts. Dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part und sehen uns im nächsten wieder, Freunde. Also bis dahin. Ciao, ciao.